Ja, moin moin. Ich hoffe, man übt Nachsicht, dass ich diesen Film mache, gerade ich. Aber ich habe mich in alles verliebt. In die Literatur, in die Welt der Bücher, in den Buchhandel an sich und in eine Buchhändlerin, meine Frau, die ich während der Ausbildung kennengelernt habe. Nina George, eine Bücherfrau, die auch als solches mal geehrt, ausgezeichnet worden ist, da haben wir sehr viel zu verdanken. Sie macht sich sehr stark für Buchmenschen allgemein, hat auch großartige Bücher geschrieben, die wir als Buchhändler immer wieder eigentlich tagtäglich fast in die Hand nehmen bzw. da haben. Das Lavendelzimmer als Beispiel genannt, auch weltweit übersetzt. Sie spürt hier den Frauen in den Buchhandlungen nach. Frauen in der Buchhandlung von Nina George macht hier das sichtbar, was uns alles begeistert. Eine Buchhandlung ist ein Ort, in dem nicht nur Ware verkauft wird, sondern Ideen, Wahrheiten, aber auch Fluchtmöglichkeiten. Und als Buchhändler muss man halt nicht nur die Ware kennen, also die Geschichten, die verpackt sind in den Buchdeckeln, sondern auch spüren, was ist ein Mensch vor mir. Jahrelang war es eigentlich noch fast eine männerdominierte Welt, die ja immer noch so vorherrscht, aber im Buchhandel, der sehr feministisch wirkt, war vor 100 Jahren auch ein anderer. Denn hier herrscht es auch eine Frau, was hat die schon zu sagen, was hat die für Wünsche. Es war männerlastig, das heißt, die Männer haben sich das Vorrecht genommen, einfach auch für die Literatur einzustehen. Das hat sich langsam gewandelt in den Positionen der Inhaberinnen. Dort ist noch viel zu tun, denke ich mal, aber trotzdem ist gerade der Buchhandel, wenn man ihn betritt, sieht man es, dass dort viele tolle Buchhändlerinnen sind. Ich selber in der Ausbildung war in einer großen Klasse, also eine Ausbildungszeit, und wir waren drei Männer. Das waren schon viele eigentlich damals. Aber das ist ein Erscheinungsbild. Und dementsprechend ist es toll, dass Nina George das historisch hier festhält, die Entwicklung der Frau innerhalb der Buchhandlung, aber auch gleichzeitig die Buchhandlung und das Buch selber zelebriert. Das Buch ist ein Ort, was uns so viel versprechen kann, was uns so viel mitgibt. Ein Buch ist ein Begleiter für ein Leben lang. Und wo findet man am besten so etwas? In einer Buchhandlung. Eine Buchhandlung ist nicht nur ein Ort, ein Verkaufsraum, sondern eine Wohlfühloase, wo man ins Gespräch kommen kann, wo man sich Anregungen suchen kann und finden kann, wo man mit dem Gespräch mit der Buchhändlerin oder dem Buchhändler halt für sich etwas Neues entdecken kann, was kein Klick normalerweise generieren könnte, sondern einfach durch die räumliche Gestaltung, durch das Gespräch, findet man immer etwas Neues. Dementsprechend ein wunderbares feministisches Büchlein, Frauen in der Buchhandlung von Nina George, sei jedem Buchliebhaber sehr herzlich von mir empfohlen. Gehört eigentlich in jedes Bücherregal hinein, zum Durchblättern mit wunderschönen Bildern sind es drin, Zitaten, Auszüge etc. Also, ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald, Hauke Harter von der Buchhandlung Almut Schmidt und dem Blog Leseschatz, auf dem Sie weitere Lesetipps von mir finden. Und vielen Dank, Nina, für alle deine tollen Aktionen rund um die Buchwelt. Vielen Dank. Tschüss.